Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghost of Tsushima. Wir sind hier irgendwie irgendwo stehen geblieben. Oh, und helfen mal Ichikawa. Kilometer, Peter. Reisen wir mal zum Kinheiligtum und dann dort an den unentdeckten Ort. Ja, die müssen wir auch noch alle machen. Ah ja, stimmt, die Hütte hier ist ja abgebrannt. Ich erinnere mich. Ist wahrscheinlich der einzige Fuchsbau hier in der Umgebung, der stehen geblieben ist, wa? Wo wir jetzt hinrennen. Es gibt da so einen Kanal auf YouTube. Ah ne, eine Säule der Ehre. Es gibt da so einen Kanal auf YouTube, dem ich folge, wo ich auch immer wieder ganz gerne mal reinschaue. Von so einem Kendo, Jaido, alles Meister, beziehungsweise mit so einem Meister. Seki Sensei. Er zeigt da immer ganz coole Sachen. Ah, ein Bambusstand. L1 ist nicht leicht. Nicht leicht, so schnell hintereinander zu drücken, finde ich. Weiß nicht. Ich kann schneller mit dem Daumen drücken, als mit dem Zeigefinger alleine. Fühlt sich auch sehr unangenehm an, so alleine mit dem Zeigefinger zu drücken. Also, so schnell mit dem Zeigefinger zu drücken. Sagen wir es mal so. Ich nehme die Brücke. Auf jeden Fall dieser Seki Sensei, der zeigt immer wieder ganz coole Tricks. Schade. Ich liebe es, Gegner wegzusprengen.
Es hat immer noch mal so ein bisschen Nachdruck. Und es ist halt gar nicht mal so verkehrt gegen gepanzerte Gegner. Ein Trick, den er gezeigt hat, ist hier, wenn du ein Schwert und ein Wakizashi so beieinander trägst, ist es wohl manchmal sehr kompliziert, das Schwert zu ziehen. Also kannst du die Saya nach vorne aus dem Gürtel rausziehen, greifst dann recht locker an den Griff und ziehst die Saya wieder zurück. Das heißt, im Prinzip, du ziehst nicht das Schwert aus der Saya raus, sondern die Saya vom Schwert runter. Und wenn du halt so geschickt bist und du so schnell alles kannst wie er, das sieht schon echt hart beeindruckend aus. Also ja, sucht mal auf YouTube nach Seki Sensei. Ist echt cool, was er kann. Hey, guck mal, Pfeile. Aus, als wäre hier oben etwas. Ja, eine Haiku. Kin-Haiku. Über Rückschläge sinnieren. Hoffnungslos zerstört. Vor Verwüstung verbeugen. Kaputt und verzehrt. Stirnband des Rückschlags. Das ist hübsch. Wir hatten auch schon lange keine Orangenblumen mehr, oder? Ja. Was ist das dort? Mongolenkonvoi. Eliminiert. Von wem? Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich ein Hinterhalt. Karren verbrannt. Brandpfeile? Na, was übersehe ich? Japanische Pfeile. Fürst Shimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte.
Bitte, verzeiht, mein Herr. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört ihr zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai, aber älter. Bogenschütze. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in ein oder zwei Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer. Was immer er vorhatte, es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut, ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm. Ich sprach noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Überlegt sie euch gut. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Dort! Eine meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Verdammt! Leer! Ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern starben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet! Die Leute erzählen von euch. Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht 10 Shaku groß und habt Dämonenaugen. Nein, aber die Geschichten machen dem Feind Angst. Das ist alles? Nur Gerüchte und Übertreibung? Ich musste in diesem Krieg Dinge tun, die ich früher missbilligt hätte. Wie wir alle. Seht! Sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte! Wartet hier. Ich wollte gerade sagen, sobald ich anfangen will zu reden, wird sie wahrscheinlich anfangen, selber zu reden. Hey! Bitte tut uns nichts, mein Herr! Das gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Es ist nicht leicht, doch so gefällt es mir. Keine Zweifel oder Reue. Doch, aber ich tue, was nötig ist, um die Invasoren zu vertreiben. Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr. Na,
Ist es eine Falle, mit ihr zu reiten? Ah, hier vorne liegt tatsächlich was. Da sind wir. Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Seht nur, Abendessen. Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen, kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus. Lerne Shamisen zu spielen. Und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Ich würde ja die Insel Japan nicht gerade als Festland betiteln, aber gut. Jedem wie er will. Das Wetter wird schlechter. Bleib dicht bei mir. Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. Wäre schön, würde meinem Pferd auch mal wieder ein bisschen Fell nachwachsen oder so. Es sieht halt aus, als würde ich hier auf so einem Zombie reiten. Mein Herr, Mongolen, in der Nähe des Hauses. Zeig mir, was ihr könnt. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück. Die Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Kommt. Wie ich? So, und jetzt mal ein bisschen Gas geben. Da sind wir. Gehen wir hinein. Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas Ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg. Ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin. Ihr könnt hier übernachten. Nein, Tomoe. Kann ich nicht. Ich hatte tatsächlich fast vermutet, dass sie Tomoe ist, war mir aber sehr, sehr unsicher.
Ah ja. Und beim nächsten Mal reden wir dann mit Sensei Ishikawa. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.